Der Jänner in Berchtesgaden ist ein echter Hotspot für Skitourensportler aus nah und fern. Und auch Rennen für Skibergsteiger haben auf dem 1874 Meter hohen Berg an der Grenze zu Salzburg eine lange Tradition. Seit 2006 gibt es den sogenannten Jännerstier, der heuer nach einem Jahr Pause wieder ausgetragen werden konnte. An den zwei Renntagen waren mehr als 200 Athleten mehrerer Nationen mit dabei, vorneweg die Topsportler aus Deutschland und Österreich. Das älteste und härteste Skitourenrennen Deutschlands ist zurück. Nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr durfte der Jännerstier diesen Winter wieder gekürt werden. Veranstaltet vom bewährten Team der Sektion Berchtesgaden vom Deutschen Alpenverein und als Teil vom Skimo Alpencup 2022. Auftakt zu einem intensiven Rennwochenende machte ein Sprint bei der Mittelstation der Jännerbahn, bei dem auch die deutschen und österreichischen Meister in dieser Disziplin gekürt wurden. Nach vielen spannenden Heats standen die Sieger schließlich fest. Bei den Damen setzte sich die deutsche Tatjana Palla vor den beiden Österreicherinnen Johanna Hiemer und Sarah Dreyer durch. Und bei den Herren gab es einen Überraschungssieg durch den jungen Deutschen Finn Hösch vor den beiden Österreichern Andreas Mayer und Daniel Zuck. Mit dem Abschluss der Sprintbewerbe war der erste Jännerstier-Renntag noch nicht ganz vorbei, wartete doch noch die Premiere vom Kids Vertical Race über 80 Höhenmeter. Der Jännerstier ist seit 2006 ein Rennen für Hartgesottene. Das gilt vor allem für das traditionelle Individuell, das diesmal aufgrund eines Föhnsturms nicht auf der Originalstrecke stattfinden konnte. Somit wartete auf die Athleten ein mit 1200 Höhenmetern Aufstieg und 600 Höhenmetern Abfahrt eher kurzes, aber technisch doch sehr anspruchsvolles Rennen, gespickt mit mehreren Aufstiegen und Abfahrten sowie langen und steilen Tragepassagen. Nach nicht einmal einer Stunde war es schließlich der Steirer Armin Höfel, der als erster im Zielbereich auftauchte und sich somit zum Jännerstier-Sieger 2022 kürte. Dahinter klassierte sich Österreichs Youngster Paul Werbniak auf dem Silberrang und Platz 3 ging an den Deutschen Marc Dürr. Auch bei den Damen ging der Sieg diesmal nach Österreich, denn Johanna Hiemer war an diesem Tag die Stärkste. Im Duell um Platz 2 setzte sich die Tschechin Marcella Vasinova ganz knapp gegen Sarah Dreyer durch. Der Jännerstier 2022 war einmal mehr ein Skibergsteiger-Event vom Feinsten. Das Fazit nach zwei langen Renntagen und monatelanger Vorarbeit fiel dementsprechend positiv aus. Wir sind total froh und wir sind total glücklich, dass wir die zwei Rennen so gut bewältigt haben. Und vor allem, dass die Athleten uns so tolles Feedback gegeben haben. Die waren alle, die haben uns wirklich, die haben sich persönlich bedankt, weil sie so glücklich sind, dass es endlich wieder Rennen gibt. Und das ist für uns natürlich das Schönste. Fazit für die zwei Tage ist positiv, nicht unerwartet. Sage ich mal, wir kennen die Mannschaft da heraus im Berchtesgaden. Für den Alpencup heißt es, dass wir jetzt zwei tatsächliche Wertungen wieder dazu gehabt haben, die auch würdig sind für den Alpencup. Und es geht langsam dem Finale zu.